Ja, willkommen Freunde der analogen Unterhaltung zu einem weiteren Let's Play Kron vs. Hunter diesmal und zwar mit Trambahn, ein weiteres reines Zwei-Personen-Spiel aus dem Hause Lookout von Helmut Ole, einem der Autoren von Russian Railroads, und tatsächlich hat Trambahn da durchaus so die ein oder andere kleine Ähnlichkeit. Ist ein Kartenspiel, wir müssen hier Strecken bauen, Straßenbahnstrecken, um genau zu sein, in München, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist jedenfalls sehr schön historisch illustriert. Und was schon mal besonders ist, für ein modernes Strategiekartenspiel nichts Ungewöhnliches mehr, aber hier sehr schön, die Karten haben drei verschiedene Funktionen. Auf der Rückseite sind sie einfach 1000 Mark, das Geld brauchen wir später, um wir brauchen es vor allem, um hier die Trambahnzüge quasi zu kaufen, die Zugwagen, die brauchen wir, damit unsere Strecken, die wir dann bauen, einfach auch überhaupt gewertet werden. Die haben so einen Multiplikator, die einfachsten haben eben mal 2 und später kommen aber dann auch noch mal 3 und mal 4 Bahnen ins Spiel, die einfach dann ein bisschen moderner sind. Ansonsten auf der Rückseite sind eben so Haltestellen drauf, verschiedene, und hier unten so Fahrgäste, und das sind die zwei Möglichkeiten, mit denen man, was man mit den Karten noch machen kann. Man, wenn man dran ist, wird man immer eine oder zwei Karten als Fahrgäste ausspielen müssen, und zwar an diese 4 Strecken, die hier ausliegen in den 4 Farben. Und das hat vor allem den Hintergrund, dass wenn auf einer Strecke 4 Fahrgäste liegen oder Schaffner sind Joker, dann werden die Strecken dieser Farbe gewertet. Das heißt also, man löst mit diesen Fahrgästen, die man hier auslegen muss, immer eine oder zwei am Anfang des Zuges einfach Wertungen aus. Und nach 10 Wertungen ist das Spiel auch rum. Also das ist auch einfach die Steuerung, wann es vorbei ist. Ansonsten kann ich natürlich einfach diese Karten als Haltestellen spielen. Dann lege ich sie hier so in meine eigene Auslage, baue mir damit Linien. Jede Linie muss natürlich von der gleichen Farbe sein. Und die Karten haben hier oben so Zahlenwerte von 1 bis 9, glaube ich. 10 gibt es auch. Von 1 bis 10. Die Linien, die wir uns dann selber in die Auslage bauen, die müssen A, immer so eine Trambahn haben, sonst dürfen sie gar nicht liegen bleiben. Und sie müssen immer aufsteigend sein, und man kann da quasi auch nicht irgendwie dann Karten dazwischen schieben oder so. Man kann Werte überspringen, also man kann 1, 3, 5, 9 bauen, aber eben nicht zurückgehen. Gleich auch nicht, oder? Gleich auch nicht, nee, genau. So, dann kriegen wir am Anfang noch Startkapital. Ich werde anfangen, deswegen kriege ich nur 12.000. 6, 12 und du kriegst 15, 3, ja. 6, 9. 15.000. 15.000, das ist dann einfach hier so ein Stapel. Genau, die behalten wir einfach so als Geld. Nicht wahr? Und dann kriegst du auch gleich hier 6 Handkarten. Das ist nicht anscheinend. Ah, ich habe nichts gesehen. Ich mische hier auch nochmal und ich gebe mir auch nochmal 6 Handkarten. Nach die Stapel. Schreibe man noch unsere Namen auf den schönen 10 Farben Block. Der so. Hätte auch noch aussehen können, finde ich, wie so ein alter Fahrkarten. Ja. Ich weiß ja nicht, wie Fahrkarten damals aussahen, aber bestimmt. So, ich beginne und ich muss jetzt erstmal, wie gesagt, ein Fahrgast legen. Und ich lege erstmal einen gelben, das ist hier schon der 10er, vorhin habe ich ihn gesucht, jetzt habe ich gleich mal einen gezogen. Die gelbe Linie. Außerdem baue ich hier eine gelbe Linie mit einer 3. Mehr baue ich da gar nicht und ich kaufe natürlich hier dann auch einen einfachen Zug für 5. Den lege ich dann hier so oben drauf. Nicht 5, 5.000. Ja, 5.000. Hier so, der kommt dann auf den Ablagestapel, die 5.000. Eine Möglichkeit, habe ich vergessen, wie kriegt man überhaupt Geld? Man kann jederzeit einfach Handkarten aus der Hand umdrehen und dann ist es plötzlich 1.000 mehr. Ja, das ist auch eine mögliche Aktion, so kann man einfach Geld generieren. Und das werde ich hier auch gleich mal machen. Ich generiere mal
2000. Dann wird die hier aufgefüllt wieder am Ende des Zuges. Jetzt kriege ich nur noch neue Karten. Auf 6 wieder und dann geht's weiter. 6 Karten auf 4. Jetzt bist du dran, du musst auf jeden Fall jetzt eine Fahrkarte legen, also einen Fahrgast legen. Ja, ich werde hier das halt Fahrgast legen. Und rot. Und rotbraun oder was immer das ist. Und hier mit den beiden eine Strecke eröffnen. Mhm. Und dann werde ich mir noch 3000 Geld holen. Mhm. Und kaufe ich mir natürlich noch eine Straßenbahn. Kostet 5000. Mhm. Wir haben es ja 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist die Ablage. So, die erste Fahrt ist eröffnet. Okay, neue Karte hier. Gut, ich bin dran. Ich lege auch hier mal einen hin. Und ich baue immer hier weiter. Dann öffne hier eine zweite. Eine blaue Strecke. Kaufe mir natürlich dafür auch so ein Ding. Kostet mich 5. 5. Und das war's. Also ich weiß, ich wieder zuerst drüben. Ich habe vergessen, so. 6 Handkarten nachzulegen. Ich hatte ja gar keine mehr. 6 Stück, ja. Ich krieg 6 Stück. 4. 1, 2, 3, 4. Okay, du bist dran. Was bringt mir das, ein Schaffner in meine Strecke einzubauen? Na, damit du dir eine Sonderfahrt auslösen kannst. Das erhöht halt, du brauchst ja 8. Hm. 8 Haltestellen, das ist quasi eine zusätzlich. Du kannst auch mehrere Schaffner zuordnen in einer Strecke. Hm. Außerdem kannst du natürlich den Schaffner als beliebige Farbe hier als Fahrgast nehmen, falls du da die passende nicht hast, die du irgendwie brauchst. Achso, dann könnte ich mir quasi auch sparen. Ja. Zack. Und jetzt fange ich hier eine Strecke an. Und guck mal, da kann ich mir vorher beliebig viel Geld. Ja, dann tue ich die beiden noch in Geld umwandeln hier. Ja. Mhm. Und jetzt kann ich mir hoffentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Mark. Kann man da noch Rabatt kriegen vielleicht? Nee. Nein. Dann kaufe ich mir eine Dreierstrecke. So eine schicke Dreierstrecke, die da ins Spiel gekommen ist. Mhm. Es gibt jede 3 Mal oder wie? Ja. Und die lege ich jetzt hier, weil die fängt schön mit der 1 an. Mhm. Der Plan ist natürlich, die da lang zu fahren mit der Linie. Sehr gut, sehr gut. Okay, das war's für dich. Ich ziehe wieder 6, ne? Okay. 6. Und weiter geht's. Mhm. Ich leg mal einen grün. Ne, ich leg mal an. Doch, einen grün lege ich an. Dann baue ich hier die gelbe Strecke weiter. Eröffne hier eine. Ich muss aber dazu erstmal eine ablegen, weil sonst habe ich nämlich nicht genug Geld. Jetzt habe ich aber gerade 5. Das ist schon, ja. Tja. Blaue und gelbe Strecke eröffnet. Mhm. Und jetzt auch noch eine rotbraune. Tja, das war's. Ich ziehe auf. Ich weiß nicht, ob meine Strategie vernünftig ist, aber es fühlt sich ganz gut an. Noch eine. Okay, du kommst. Achso, ich muss ja erst Fahrgast legen. Erst Fahrgast, ja. Und dann kommt gleich die Wertung. Wenn du jetzt hier einen hinlegst, dann werden es 4, dann kommt gleich Wertung für rot-braun. Ja, okay, machen wir. Okay, damit wird sofort rot gewertet. Rot hast du 2 Siegpunkte mal 2 sind 4. Das heißt hier Kron. Erste Fahrt, 4 Punkte. 4 Punkte. Hunter, ich habe einen Punkt, weil ich, nee, 2 Punkte quasi, ich habe nur eine Karte. Aber mal 2. Immerhin auch 2 Punkte. So, die werden dann abgeräumt hier. Okay. Damit kann man quasi wieder von vorne losbauen. Und jetzt kann ich ja trotzdem noch, ja. Ja, ich hole mir einfach nur 3000 Geld.
Vielleicht auch blöd, aber mal gucken. Also ich lege hier den Achter an und gelb. Oder einfach gelb. Achter ist ja wurscht. Das ist einfach gelbe, gelber Fahrgast. Dann baue ich hier meine blaue Strecke weiter. Gut, hat ja dann die Strecken, ja, fahre ich noch gar nicht. Und tja, ich habe so wenig Geld. Ich muss mir nichts nachlegen. So wenig Geld. Bauen wir unsere Baufamilie. Ich weiß nicht, das ist. Zwei werde ich jetzt Geld ablegen. Ich halte mir mal diese Karten zurück. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, ich auch. Naja, ich werde auch jetzt. Das ist keine gute Taktik. Also. Zwei wieder, vier wieder ziehen auf. Jo, du kommst. Na, ich leg mal hier eine hin. Und dann leg ich hier eine hin und leg hier zwei hin. Und hol mir nochmal 2000 Geld. Und kann ich eine Straßenbahn kaufen, obwohl ich noch keine Strecke habe? Nee. Okay. Das geht nicht. Dann ziehe ich wieder 6 Karten nach. Jetzt frage ich mich, ob ich meine Strategie umändern soll. Auf jeden Fall lege ich hier blau an. Ja, ich mache das anders. Ich lege alles ab als Geld. Das war blöd vorhin. Du legst alles ab als Geld? Ja, und ziehe einfach 6 nach. Jetzt ist er reich. Ein reicher Schaffner. Ja, was sind wir eigentlich? Eisenbahnreisende oder Funktionäre? Oder? Okay, ich werde auch. Lege hier eine hin und lege hier eine hin. Das kann ich ja bei zwei verschiedenen. Und ab wann ist das mit dem Schaf? Ab einer 8. Karte erst. Ja. Dann baue ich hier eine hin und hier eine hin. Und dann hole ich mir noch. Ja, ich baue jetzt mal hier noch los. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 ist all mein Geld. Hier. Kriegst du auch so eine. Kriegst du eine Dreier. Okay. Gut, kriegst du Karten wieder. Ja. Oh, ich lege hier so eine gelbe. Dann werde ich 3 als Geld ablegen und hier eine neue Strecke eröffnen. Dazu brauche ich jetzt auch mal eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 genau. Dann kriege ich auch mal so eine Dreier. Auch eine grüne. Das ist auch viel Geld. Und die lege ich auch noch mal hier hin. Das wird das nächste. Und jetzt werde ich einfach. Aber eine Wertung hast du jetzt auch nicht ausgelöst. Nee, ne? keine Wertung ausgelöst. Das ist gut, weil ich werde jetzt einmal hier eins hinlegen und einmal hier eins hinlegen. Und damit wird grün gewertet. Grün wird wieder gewertet. Das ist schlecht. Du hast mal 3 und du hast 1, 2, 4 sind 6, 9 mal 3. 9 mal 3 sind 27. Das ist schon besser als die erste Fahrt. Und ich habe 3. Ja, aber es sieht jetzt gut aus, aber wenn blau und gelb gewertet wird, da bin ich. Deswegen lege ich jetzt noch schnell bei gelb einen Fahrer hin. Und dann muss ich mir 3000 Geld holen. Fertig, ja? 6 Karten. Also ich werde hier mal blau hinlegen. Achso, und grün kommt natürlich weg. Ja, grün kommt weg. Und dann lege ich 2 Karten auf meine blaue Strecke an. Da werde ich mal Geld draus machen.
Ich werde der blauen Strecke hier noch einen Schaffner zuordnen. Ja, der zählt quasi einfach so. Und noch ein als Geld. Aber der bringt jetzt erstmal nichts. Noch nichts. Weil da schon liegt halt. Und du glaubst, aber er hat, du spekulierst einfach drauf, eine 9 oder eine 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, oder noch ein Schaffner. Oder noch, so klar. Oder noch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ja. Das hast du da natürlich wahrscheinlich. So. Ich lege hier die beiden hin. Mhm. Und hol mir 4000 Geld. Das war's schon? Ja, ich brauch wenig Geld, leider. Bin zu weit gereist. Die Reisekasse ist erschöpft. Ja, das war jetzt schön mit den 24, aber es hat mich echt arm gemacht. Ich hab irgendwie kein Geld. Okay, Aber das wird sich schon ändern, mein lieber Hunter. Ja, ja. Ich hab nur Angst, dass du jetzt mit Blau losfährst. Ja, das meine ich natürlich auch. Ich werde es einfach hier mal blau werfen. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Mit 2. Das heißt, die werden weggeräumt und jetzt wird blau gewertet, da kriegst du nichts. Und ich bekomme mal 2, 1, 2, 3, 4, 6, 18, 16. Du bekommst nichts. Außerdem werde ich jetzt hier noch einen zweiten Schaffner spielen. Und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, da gibt es eine Sonderfahrt. Nochmal für 16. Sonderfahrt blau. Mhm. Außerdem werde ich nichts machen und einfach Geld holen. Ich könnte auch 2 legen. Na, dann machst du doch lieber so. Dann lege ich lieber 2 braune noch dahin. Ja. Ich schnell nochmal eine braune Fahrt aus. Okay. Und die restlichen 4000 nehme ich erst. Das sind 3, 5, 6, 7, 14. Okay. 14, ich habe nur 2, ist schlecht. Sehr gut, sehr gut. 14, ich habe 2. Schon die vierte Fahrt. 3, 4, 5, 6. Nach 10 Fahrten ist schon vorbei. 10 Fahrten ist schon vorbei. Ja, gut, das ist deine Doppelfahrt. Ich hätte inzwischen natürlich auch die Schaffner zusammen gehabt, um doch bei der grünen Strecke eine Sonderfahrt auszulösen. Aber irgendwie dachte ich, die gibt es viel seltener. Ich muss ja die hier mal mischen. Ja. Das machen, sonst wackel ich. Ich bin dran, ne? Genau, ich habe ja hier braun ausgelöst, der hast du auch schon abgeräumt. Ja. Ich muss nicht mal braun, ne? Aber ich habe keine. Ja, bei mir ist das gleiche Problem mit der blauen Schwelle. Und grün habe ich auch nur 1. Ich könnte alles Mögliche anlegen, aber ich habe nicht die Karten. Ja, das ist schon schön konträr bei uns gerade. Hier sind meine 2-mal gefahrenen Strecken und bei dir hier. Also ich werde nochmals hier 2 blaue legen, weil ich hier nämlich noch einen blauen anlegen kann, dich zu ärgern. Es wird jetzt keine neue Sonderfahrt deswegen aus. Jede Strecke kann nur eine Sonderfahrt haben. Fragt man sich, wie man das markiert. Man merkt sich das wahrscheinlich. Nee, ist ja klar, die ist ja quasi schon so lang. Das wird ja halt einmal. Ja, ja, so. Jetzt werde ich wenigstens mal hier grün mal ein bisschen was legen. Nee, es wäre sonst klar, sonst kannst du immer einen Schaffner dazulegen. Mal ein bisschen grün aufzubohren und mal ein bisschen hier Paroli zu bieten. Kein Geld. Und dann ziehe ich mal wieder. Ich muss mal kurz mein Geld zählen. Achso, das ist doch ein Ding. Was ist das? Der hat sich vorher irgendwann da hingelegt. Steht ja immer noch da rum. Nein, mach mal rein. Ich hab mir da tatsächlich aus Versehen, das ist ein Schaffner. Ich hab mir aus Versehen zur Seite gelegt. Das ist mein Nachteil, aber sonst hätte ich ja 7 Karten, das geht auch nicht. Also das sind deine Handkarten, das sind meine Handkarten. Und das ist dein Geld, oder wie? Das ist noch ein Schaffner, den ich mir da. Ich glaube, ich habe mir irgendwann mal was da beiseite gelegt. Okay, und das ist aber dein Geld hier, ja? Das ist mein Geld, sonst hätte ich jetzt 7 Handkarten gehabt. Alles klar. Das wollen wir ja auch nicht. Ich muss ja irgendwas hinlegen. Wie viel hast du jetzt grün? 4? Nicht grün. Grün? Wert ist grün? Wird grün gewertet. Das sind 3, 5, 7, 8, 9 mal 3. 9, 18, 27. Nochmal 27 und Fahrt 5. Ich habe immerhin aber jetzt auch 4 mal 3 sind 12.
Na, trotzdem, du führst natürlich. Gut, was machst du noch? Ich werde auf jeden Fall hier mal noch. Und jetzt muss ich auch mal mit einer blauen Strecke anfangen. Da mache ich noch ein Geld. Ich habe vorhin, das mache ich da immer, wenn ich das alles sehe, dann habe ich den Schaffner hier hingelegt, das Geld genommen habe und dann lag er die ganze Zeit da rum. Total schade. Das ist schlecht. Ich lege jetzt offen hin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 habe ich nur. Dann kaufe ich mir für 10.000. In den Dreier. Für 10.000. Ja, habe ich dir schon gegeben. Immerhin. So, jetzt dran denken, Schaffner nicht hier. Ach, das ist ja schon wieder gemacht. Das ist die letzte gezogene Karte. Aber nee, dann ziehen wir mal eine. Das weiß ich ja nicht mehr. Die kommt auch weg, oder wie? Ja. Danke. So. Gelb bin ich überhaupt nicht mehr vorne. Du hast da ja, mehr als ich. Die Herren hier mal aufpassen. Das ist eine Katastrophe. Ich muss grün jetzt machen. Ich bin mit allem im Hintertreffen, habe ich das Gefühl. Naja, ich werde jetzt hier gelb trotzdem. Ich werde grün weiter. Grün bist du auch so stark. Das bringt mir ja nichts. Ich muss halt irgendwie was finden. Ich bin nur in Blau stärker. Ich glaube, ich brauche nur zwei. Das ist katastrophal. Okay. Das ist voll tricky. Ja, das ist echt tricky. Weil jetzt bin ich halt irgendwie... Vor allem geht man echt schnell pleite. Oder soll ich jetzt auf eine größere... Das Spiel dauert noch eine Weile. Jetzt soll ich mal versuchen, so eine Vierer zu kriegen. Aber dann muss ich halt eine neue Strecke noch bauen. Bis die dann fertig ist und sich auszahlt, dauert es halt ewig. Ja, mit der Viermal, ja, schon. Schon verlockend, verführerisch. So eine richtig moderne Straßenbahn in ihrer Stadt zu haben. Na, Herr Hunter. Naja, ich werde trotzdem einfach hier, weil das einfach Punkte gibt, ich das so machen und mit einfach Geld machen. Ja? Ja. Okay, dann muss ich wieder irgendwo einen hinlegen. Dann lege ich hier einen hin und den da dazu. Und dann werde ich hier zwei Leuten fahren. Probier es mal. Ich lege den Schaffner hier dazu und nehme ich noch 1000 Mark. Das ist ja nix. 1000 Mark. Damit kommt man nicht weit. Ich darf eine Strecke wirklich mehrere schaffen und so auch, ne? Ja, ja. So, ich... Das ist alles kacke. Naja, doch, nee. Ich brauche halt einfach das Einzige, was mir ein bisschen was bringt. Ich werde einfach jetzt blau auslösen. Ein bisschen die einzige Wertung, die für mich noch gut ist. Da habe ich wieder 2, 4, 6, 8, 10 mal 2... Das sind 20 immerhin. Ich habe 5 mal 3, sind 15. Der Abstand schmilzt dahin. Abstand ist geschmolzen, dank meinen hochmodernen Straßenbahnen. Und, wieso habe ich denn jetzt nur... Achso, ich habe 2 hingelegt, alles klar. Dann lege ich noch 4 als Geld an. Na, ich werde auf jeden Fall... Dann... Wo bin ich noch vorne hin? Hier eine braune hin, hier eine grüne hin, wird gewertet. Grün? Grüne. Sind bei mir drei. Sind immer noch 27. 27 und ich habe 4 mal 3 sind 12. 27? Mhm. 3, 5, 7, 8, 9 mal 3.
Und dann lege ich hier einen zweiten Schaffner an die Grüne und hoffe, dass ich im Laufe des Spiels nochmal einen bekomme. Und dann werde ich die restlichen drei in Geld machen. Was, die restlichen drei? In Geld. Achso. Schauen wir hier. Sieht man mal. Die verrückte Siebener von Johannes. Die wie Jots aussehen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Naja, gut, okay. Und Schaffner, Schaffner, Schaffner. Gut. Ich werde einfach hier. Ich werde hier einen Einser legen, blau voranzutreiben, auch wenn es nicht viel bringt. Dann lege ich 2 als Geld. Und dann lege ich gelb und den da hier. Ja, dann nehme ich eine neue Strecke in Angriff und ich nehme natürlich blau. Ich versuche jetzt einfach irgendwie alles auf blau zu kriegen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kriege ich wirklich so eine moderne Viererbahn. Und, nicht schlecht. Ja, okay. Aber ob mir das noch weiterhilft. Und habe noch 2 Karten auf der Hand. Aber du hast deine Sonderfahrt dann noch. Ich kann meine momentan noch nicht ausführen. Jetzt lege ich hier eine hin und hier eine hin, dass ich die grüne und die braune Strecke vorantreibe. Und die 4000 mache ich wieder in Geld. Ja. So, jetzt ein Schaffner, 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 Schaffner. Mhm. Okay. Dann hätte ich die jetzt noch. Ich werde jetzt hier einfach versuchen, blau zu pushen. Panther geht natürlich voll auf blau jetzt. Hat der Schaffner und eine blaue Karte hingelegt. Nicht gut. Und ansonsten werde ich versuchen, einfach wenigstens hier ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Deswegen blau dabei. Und dann habe ich noch ein Geld, das lege ich ab. Obwohl, das ein Geld, das brauche ich gar nicht mehr. Das brauche ich gar nicht mehr, ist die Frage. Aber das bringt mir auch nichts. Warte mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Nein! Okay. Katastrophe. Grün bin ich immer noch vorne. Nehme ich eine hier hin. Und eine hier wird gelb gewertet. Gelb. Gelb, zum ersten Mal, glaube ich. Viermal doch. Ah, da habe ich jetzt die gar nicht mehr hinlegen können. Naja gut, mal 3, 12 und du kriegst, glaube ich, weiter. Ich krieg 1, 2, 3, 5, 7, 14. Ich hätte die erst hinlegen müssen. Die kann ich ja jetzt erst hinlegen. Ja. 10, die habe ich im Kopf schon mitgerechnet. Wieder eine typische Aktion. Jetzt die Frage, ob ich. Ne, die anderen nehme ich als Geld. Ich habe eine katastrophale Hand gezogen. Katastrophal. Ah, aber ich könnte trotzdem was machen. Ich könnte trotzdem was draus machen. Bringt es mir viel? Ich könnte mir einfach. Ich kann mir ein bisschen Luft verschaffen. Das ist eine Katastrophe, aber gut, ich mach das halt jetzt einfach. Nee, das kann ich nicht machen. 5, ja, ich mach einfach gelb. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war, aber jetzt mache ich es einfach. Sonst kann ich nichts machen mit den ganzen Karten. Das ist alles ablegen. Ziehen wir nach. Ich glaube, ich habe abgelost. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe ja gerade auch voll den Mist gemacht, dass die gelbe Strecke. Ich habe die 3, die ich auf der Hand hatte, einfach schon mit eingeplant. Dachte, ja, es lohnt sich. Es ist mehr als deine mal 2, bei mir mal 3. Und dann habe ich dir sogar 2 Punkte verschafft. Okay, aber egal.
Ich muss einen Schaffner leider hinlegen. Halt. Was ist denn jetzt hier los? Das ist mein Geld. Hier. Ja, da kommt man gerne mal durcheinander. Das heißt, ich lege eine hier hin. Jetzt muss ich nochmal kurz mein Geld sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann habe ich eine da hingelegt. Dann kann ich 3 da hinlegen. Kann ich nochmal eine braune Strecke an. Was machen wir mit den anderen braunen? Kaufen jetzt nochmal zählen. 1, das, was ich gezählt habe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Für 15.000 auch so eine Luxuslok. Katastrophal. Katastrophal. Jetzt sind wir natürlich wieder komplett abgebrannt. Aber das ist vielleicht nicht so schlimm. Du kriegst nur keinen Schaffner auf die Hand. Ich muss das jetzt machen. Das ist die einzige Chance, überhaupt noch irgendwas zu machen. Ich löse jetzt hier blau aus. Lege aber auch gleichzeitig noch gelb hin. Ja, da kriege ich nur 15 und du kriegst, glaube ich, 1 Milliarde Punkte. Nee, nee, aber nicht 1 Milliarde, aber 1, 2, 3, 4 plus 6 sind 14 mal 2 sind 8. Nee, 10. Achso. Ja, 10 mal 2. Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 4 plus 6 stimmt, ja. 10, 20, 24. Und wie viel kriegst du? 15. Ja, und sonst kann ich wirklich praktisch nichts machen. Ich könnte einfach das hin, ja, ich könnte es einfach hinlegen. Nur noch eine Fahrt. Nur noch eine Fahrt, ja, ich lege das jetzt, weil du wahrscheinlich das dann auslöst. Dann mache ich einfach auch nochmal eine Strecke. Hier mit meinen, einfach nochmal so ein bisschen Punkte, da du kriegst trotzdem 1000 Mal mehr Punkte. Weil ich kann mir gerade nämlich nur noch diese hier leisten für 5. Nochmal so eine Pferdekutsche. Aber es gibt nur noch eine Wertung, dann ist das Spiel vorbei. Ich habe keine blauen Karten mehr auf die Hand gekriegt. Das ist eine Katastrophe. Du kriegst ja gar nicht mehr. Du kriegst da 3, 5, 6, 14 plus 10. Plus 10, ja. Für 24 und ich krieg 14 plus 12. 26. Puh. Ja, habe ich so ein bisschen aufgeholt auf braun. Ja. Und bei gelb hast du 2, 4, 7. Aber mal 3 bei mir. Das heißt, bei dir sind es 7 mehr. Sogar. 7 mehr. Ja, komm. Gelb. Gut, dann wird gelb ausgelöst. Wie viel hast du? 7 mal 3. Sind 21, ne? Und ich habe 2, 3 plus 4 sind 7 mal 2 sind 14 nur, ne? Ja, du hast eine Sonderfahrt noch drin. Ne? Das wird einfach alles zusammengezählt. Sonderfahrten hast du nicht, aber du hast sonst voll viel. Also, ich zähle mal 162. Knapp, also ich habe verloren mit 154 zu 162. Wow. Aber es war... Das ist ganz schön knapp mit zwei. Knapp. Noch ein Zettel. Ja, dafür, kam nämlich auch, ich kam mir eine Weile vorne vor und dann hast du warst da vorne raus mächtig aufgeholt. Hier halt, hier hast du 9 Punkte gut gemacht. Dummerweise hier durch meinen Fehler 2 Punkte gut gemacht. Das hätte mich, wenn du jetzt mit 2 Punkten gewonnen hättest, davon hätte ich geträumt. Aber so unglaublich, dass Kron mal bei einem Eisenbahnspiel gewinnt. Ja, auf jeden Fall spannendes Spiel, braucht ziemlich viel Platz. Mechanismen finde ich echt super, muss ich sagen. Es ist völlig vertrackt, weil das Problem ist halt, du merkst ja genau, in welchen Linien du sozusagen zurückfällst. Ja. Du kannst, alles ist offen, du siehst genau, okay, hier macht es taktisch gar nicht mehr Sinn, weiterzubauen, weil ich überhaupt nicht mehr... Und natürlich, ich habe hier meine Viererlinie, ist gerade mal hier mit einem lächerlichen Punkt. Du sparst dann, musst voll viel Geld irgendwie aufbringen, um noch so eine Viererbahn irgendwie hinzukriegen und dann hast du aber meistens gar keine Zeit mehr, eine ordentliche Strecke zu bauen. Direkt in dem Moment, wenn die ins Spiel kommen, schon das Geld parat. Schnappt sie sich sofort und kann sie dann halt maximal nutzen. Also wir sind auch keine Trambahnmeister, so viel kann man glaube ich sagen, aber ich denke, man hat einen guten Eindruck gewonnen. Das war Let's Play Trambahn von Helmut Ole und wir sehen uns beim nächsten Let's Play, beziehungsweise jetzt ist erstmal GenCon für uns angesagt wahrscheinlich
und dann nach der GenCon. Also GenCon nicht wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meint er, wann das Video online geht. Nee, das werde ich noch vor der GenCon hinkriegen, glaube ich. Aber das nächste Let's Play gibt es natürlich dann erst. Ach so. Nach der GenCon, beziehungsweise wir machen ja auch ein bisschen Urlaub. Mal schauen, wie es im August bei uns aussieht. Da wissen wir noch nicht so richtig. Genau, bis dahin. Let's Play vom Strand. Bis dann. Ciao. Tschüss.